Zwei Motorsport-Champions tauschen für einen Tag ihre Autos. Matthias Ekström und Sébastien Ogier, ein DTM-Sieger und ein Rallye-Superstar, der kurz vor seinem ersten WM-Titel steht. Nun muss er sich im Audi RS5 DTM beweisen. Vorab gibt es letzte Einweisungen vom Profi. So, so I have to stay or just one? Press once, it's activated, and you go out, full gas, 80 I think, yeah. And then you start warming your brakes. You put the left foot on, and then you will feel it's nothing, and then you, when they get warm, then you feel it. Und damit geht's für Sébastien Ogier los auf den Sprintkurs des Nürburgrings. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Matthias Ekström stoppt eine respektable Rundenzeit, kaum langsamer als die DTM-Fahrer mit angepasstem Setup und neuen Reifen. So Sebastian, first lap in a DTM car, how was it? Good fun, actually too short, only 5 laps, so now I want to be back again. So one day you take mine and I really take yours for a race. So if I would invite you to do a full test day, you would take then my invitation? Of course, with pleasure, I will run to that and I'm sure you will do the same with me. And now maybe I should try to secure the championship as soon as I can and you do the last one of the season and I do your last race. Huh? Yeah, I think it's a good idea. Doch zuvor will Matthias natürlich auch Sebastians VW Polo RWRC Probe fahren. Wenige Meter vom Nürburgring entfernt geht es auf eine abgesperrte Straße. Ekströms Co-Pilot heißt natürlich Ogier. Für Matthias Ekström nicht die erste Rallye-Erfahrung. Zuletzt ist er mehrfach Rallye-Cross gefahren. Rallye-Auto macht mir immer Spaß. Und vor allem, ich hatte den Polo in Rallye-Cross probiert. Jetzt habe ich auch die Rallye-Version gefahren. Und muss ich sagen, das macht schon richtig Spaß. Am meisten Spaß hat Matthias dann aber doch an etwas anderem. Siegen ist alles und für Wochenende gibt es auch keinen anderen Plan. Das ist das seit ewig. So, ich würde alles tun, um einen großen Pokal nach Hause zu bringen. Wie die beiden Motorsport-Champions ihre Pokale holen wollen, besprechen sie aber lieber hinter verschlossenen Türen.